Ich bitte nun den Vizepräsidenten des Brandenburger Landtages und CDU-Landtagsabgeordneten, Herrn Dieter Dombrowski, um sein Grußwort. Ja, lieber Herr Knacknuss, meine Damen und Herren, liebe Mitglieder im Förderkreis, ich bin es ja auch, möchte Sie herzlich grüßen und gerade auch bei der kleinen Andacht ist Ihnen und mir auch vieles durch den Kopf gegangen. Ich bin jetzt hier seit 29 Jahren zu Hause und habe 1990 die Stadt und die Region für mich entdeckt. Unsere Kinder sind hier geboren, aufgewachsen, stehen jetzt schon im Berufsleben. So ist es neue Heimat geworden. Und wie das so ist, wenn man fremd irgendwo hinkommt, entdeckt man viel mehr im Detail oftmals, wo andere sich schon längst daran gewöhnt haben. Und von daher geht die Entdeckerei auch hier in der Region für uns immer weiter. Aber wenn man die Geschichte dieser Kirche einmal nimmt und man sieht, wie schnell das Zerstören geht und wie lange das Aufbauen und Bewahren dauert, dann kann man sehr in sich gehen und nachdenklich werden. Und gerade auch in einer Zeit, und das geht, glaube ich, Ihnen ganz genauso wie mir und vielen anderen Mitbürgern, wir irritiert sind von Entwicklungen, auch von der Tonalität, von der Brutalität in Wort und Tat, in den Diskussionen, Auseinandersetzungen, auch die Erfahrungen, dass man Freunde oder Mitmenschen, die man über viele Jahre als enge Freunde hatte, sich auch von einer anderen Seite zeigen, von Seiten kennenlernt, die einem schwer fallen als Christ oder auch, sagen wir, als anständiger Mensch, wie ich das auch sagen muss, sind ja nicht alle Christen, schwerfällt, das zu akzeptieren. Ich habe einen Freund auf Usedom, ehemaligen Haftkameraden, ein strammer Katholik, wie ich glaubte, und der in einer Art und Weise sich entwickelt hat bei der Beurteilung gesellschaftlicher Fragen, dass es mich schüttelt. Und da steht man vor der Frage, kannst du diese Freundschaft unter Christenmenschen oder unter Menschen mit einem zivilisatorischen Standard, mit dem man gut umgehen kann, kannst du diese Freundschaft noch aufrechterhalten? Und ich habe mich dann so entschieden, auch vor dem Hintergrund der gemeinsamen Geschichten, die man so erlebt hat, nicht mehr über Politik und solche Dinge zu reden, sondern noch über Familie und ähnliches mehr. Und ich finde, das ist eigentlich ein Stück Armut, das wir damit ertragen müssen. Mir fällt es jedenfalls schwer. Aber eine Freundschaft zu kündigen, fällt auch schwer. Und so sind wir alle, glaube ich, auch ein wenig ratlos, was man tun kann, um wieder für mehr Toleranz, nicht Schlampigkeit, Oberflächlichkeit, sondern um mehr Toleranz im Umgang miteinander tatsächlich auch wieder entstehen zu lassen. Wer da einen guten Rat hat, immer ran, bin ich dankbar, aber ich weiß, das ist für alle schwierig. Und hier sind wir in einem Gebäude der Christen, das natürlich auch jedem anderen offen steht, ist auch gut so. Und wenn ich eben schaue in den 29 Jahren, durch das hier sozusagen das Wiederaufbauen an dieser Kirche entwickelt hat und dass wir nicht nur die Christen daran mitgewirkt haben, sondern die breite, breite Bürgerschaft. Und das erleben wir erfreulicherweise auch in diesem entchristlichen Teil in Deutschland, dass obwohl 40 Jahre Sozialismus das Christentum nicht gefördert hat, um mal zurückhaltend zu sagen, doch die Bürgerinnen und Bürger ihre Kirchen in den Orten, auch in den Dörfern, als ihre annehmen. Also von daher, es sind immer noch Bezugspunkte da, die Hoffnung machen lassen, dass auch wir wieder mehr als zu den christlichen Werten hinfinden. Und ich komme aus einem kleinen Dorf Barnitz, da habe ein kleines Kirchlein, da passen maximal 30 Leute rein, das ist eine evangelische Kirche, und immer dann am Vorabend vom
Heiligen Abend machen wir dort einen festlichen Gottesdienst, ökumenisch natürlich, immer evangelischer Pfarrer, ein katholischer. Und im Dorf wurden 187 Menschen, Säuglinge und Greise, mit einbezogen. Aber immer, wenn wir an der Krippe stehen, die dort immer aufgebaut wird, ist es mindestens mal 250 Menschen, die dort sind. Und auch das, da es hier eine richtige Andacht ist, ja, zeigt, dass die Menschen, auch wenn sie sonst nicht mehr in die Kirche gehen, auch sonst keinen Bezug haben, doch alle eine tiefe Sehnsucht nach Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit haben, nach Gemeinschaft. Und ich finde, auch das macht Hoffnung. Manchmal denkt man, sind die alle verrückt geworden, dass man selbst orientierungslos und ein bisschen verzweifelt ist oder deprimiert. Aber sowas, finde ich, baut dann auch auf und dann zeigt, es gibt ein Gemeinschaftsgefühl. Und das zu stärken und dafür etwas zu tun, ist unser aller Aufgabe. Sie tun das ja natürlich, sonst wäre es auch nicht hier. Ja. Aber ich wollte auch mal das loswerden, was mich bewegt, weil ich weiß, dass es viele bewegt. Und es bleibt mir jetzt bei Dr. Knackmus Eid vor allen Dingen, als der Motor des ganzen Vereins hier, des ganzen Projektes, Ihnen allerbeste Gesundheit zu wünschen. Bleiben Sie uns lange, lange, lange so, wie Sie erhalten.